So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge aus unserer Fernsehreihe Ex zurück. Sprich, Thema diesmal lautet, was mein Ex meinte, als er Folgendes sagte oder sie Folgendes sagte. Na gut, zunächst einmal müssen wir hier auf jeden Fall auch wieder unterscheiden können. Sind es Basics oder geht es hier in den Spezialbereich hinein? Basics bedeutet grundregelnde Verhaltensregeln. Wenn man sich jetzt zum Beispiel irgendwo zufällig da wieder trifft oder sieht oder wenn man vermeintlich am Telefon das letzte Gespräch miteinander führt, da ist es natürlich wichtig darauf zu achten, dass wir unterscheiden müssen. Erst einmal die Entscheidung, wie ich schon in der zweiten Episode gesagt habe, will ich noch etwas von dem oder von ihr oder habe ich da abgeschlossen? Möchte ich in welcher Form auch immer einen Rückeroberungsversuch starten oder steht für mich fest, in Ordnung, macht keinen Sinn mehr. Weil da kannst du ebenso gut, wenn du sie irgendwo auf der Straße laufen siehst, kannst du ebenso gut sagen, okay, in Ordnung, ich habe abgeschlossen, ich will mit dir gar nichts mehr zu tun haben und brauchst auf jeden Fall auch gar nicht mit dir reden. Da ist es egal, spielt keine Rolle. Anders verhält es sich, wenn du auf dem Kampf zurück bist. Bedeutet, wenn du, ob du jetzt dafür jetzt irgendwie Ibuki nimmst oder irgendwie andere Liebeszauberscherze, ich weiß es nicht, oder ob du professionell die Verführungskunst dafür einsetzt. Wobei die Verführungskunst, bei der spielt es auch in den Grundregeln, in den Grundtechniken überhaupt gar keine Rolle. Ob es jetzt um die Verführung von der fremden Frau, von dem fremden Mann auf der Straße oder um den Ex-Partner geht. Die Hauptskills, die sind unterschiedlich und vor allem, und das ist das Wichtigste, deswegen sage ich ja, Verallgemeinerung bringt gar nichts. Jetzt erst einmal zu eruieren, okay, was ist das für eine Situation? Bin ich im Guten mit der auseinandergegangen oder in einem Streit? War der Grund der Trennung ein gefühlstechnischer oder ist fremdgegangen worden? Sind die beiden irgendwo in der Altersgruppe zwischen 20 und 28 anzusiedeln oder sind die beiden schon seit 35 Jahren verheiratet? Alles unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Stories, unterschiedliche Geschichten. In der professionellen Partnerrückführung ist es vor allem wichtig, nicht nur die Aussage des Verlassenen zu analysieren. Man braucht grundsätzlich drei wichtige Dinge. Das erste ist, für mich am Telefon zu erkennen, was ist das überhaupt für ein Problem? In welchem Stadium ist da überhaupt die Trennung? Zweite Sache, was ist das für eine Person, die mir da dieses Notsignal schickt? Ist es jetzt ein Mann oder eine Frau? Ist es jetzt ein kontrollierter, disziplinierter Typ? Oder ist es eher so der Softie? Oder ist es eher so der Macho, dem jetzt gerade durch sie das Herz gebrochen wurde? Bei den Frauen ist es so die Mimose, ist es so die Drama Queen, ist es so die Alpha-Frau? Was ist das für ein Mensch? Und da gilt es natürlich auch darauf zu achten, was ist der andere? Der gegangen ist oder mit dem Schluss gemacht wurde, das ist auch wieder zwei unterschiedliche Sachen. Der Schluss gemacht hat und trotzdem die Ex wieder will und die Ex will jetzt nicht mehr. Ist auch wieder eine völlig andere Geschichte, muss völlig anders behandelt werden. Da gilt es natürlich zu eruieren, was ist für ein Problem, wer braucht diese Hilfe und um wen geht es. Man kann sich so vorstellen, das erfüllt immer so ein Drittel der Sache. Und darüber hinaus, das heißt einmal so festzulegen, was sind da alles so für Sätze, für Worte, für Gestiken, für Mimik ausgetauscht worden. Und hier sind wir ganz einfach bei dieser Thematik, was ganz einfach der Ex oder die Ex gesagt hat, als sie Folgendes meinte. Wir müssen auch hier wieder von dieser Verallgemeinerung Abstand nehmen. Wir müssen einmal schauen, ist es eine Realaussage, ist es eine Fiktivaussage oder ist es eine durch real zu fiktiv oder von fiktiv zu real rationalisierte Aussage. Jeder, der von mir schon mal gecoacht worden ist, der weiß jetzt genau, was ich damit meine. Ich werde es mal versuchen, im Grundriss zu umschreiben. Wenn ich jetzt zum Beispiel aussage, ich liebe dich immer noch, das ist eine hochemotionale Aussage. Die darf aber nicht verwechselt werden. Es ist ein Ich liebe dich. Das ist in einer Situation, in der jetzt gerade die Gefühle auf High End sind, ein völlig anderes Ich liebe dich, als für dieses Ich liebe dich von diesem seit 30 Jahren verheirateten Paar, wo eigentlich das Band der Gemeinsamkeit damit gemeint ist. Wobei wir hier wieder aus den Episoden 1 und 2 hier wieder bei Affection und Attraction sind, wo ich das letztes Mal beschrieben habe, dass es nicht nur an der Attraktivität liegt, sondern in vielen Fällen auch an dem Affection. Affection ist übrigens ein Kofferwort von mir, benutzt sonst keiner. Ist halt so diese Zuwendung, diese Gehörigkeit, diese Gemeinsamkeit halt gemeint. Gut, ich liebe dich immer noch, wie gesagt, eine hochemotionale Aussage, gilt es mit Vorsicht zu genießen, da emotional voll aufzumachen und gleich darauf einzusteigen mit ich dich auch, kann unter Umständen verheerende Folgen haben.
Diese Form der emotionalen Aussage, das behandelt man am besten so, indem man ganz einfach auch mit der Körpersprache, mit der Kinetik auch ein bisschen arbeitet. 80% unserer Kommunikation findet nonverbal statt. Dass man da zum Beispiel nur einfach so ein leichtes Okay, Fragezeichen, das ist alles. Weniger ist da oftmals mehr. Glaub's mir. Ich hasse dich. Also jedes Mal, wenn bei mir einer anruft und mir sagt, meine Freundin hasst mich, ich könnte auf den Tisch springen vor Freude. Einfach aus dem simplen Grund, weil wenn sie ihn noch hasst oder er sie noch hasst, dann ist da immer noch eine emotionale Bindung da, ob der will oder nicht. Er hat es in dem Moment auch sogar ausgesprochen und verkündet sogar noch schlimmer. Da ist wie gesagt eine emotionale Bindung da und damit kann ich arbeiten. Das ist super. Aussage Nummer 3. Ich wünschte, wir wären uns nie begegnet. Die kannst du ebenso handeln wie die Aussage, ich hasse dich. Indem du auf die Aussage gar nicht weiter drauf eingehst. Sag nichts dazu. Dreh dich um und geh. Oder leg einfach auf. Den Scheiß musst du dir jetzt erst einmal nicht geben. Von den Basics her. Spezialtechnisch gesehen, wenn man da irgendwie später drauf einsetzen muss, dann muss man dann schon gewisse Impulse dann setzen. Aber das ist alles im Bereich des Coaching-Programms halt dann. Number 4. Wir müssen reden. Also jedes Mal, wenn ein Ex-Partner sagt, wir müssen reden, bedeutet das im Grunde nichts anderes als wie, ich werde reden und du wirst mir zuhören. Wenn da der Ex anruft und sagt, hey du pass auf, wir müssen reden, nicht auf die Idee kommen gleich, ja wow super, ich mache jetzt eine Flasche Sekt auf, sie kommt zurück und so weiter. Das könnte ebenso gut ein geschäftlicher Grund sein. Es kann um Ummeldung von den Kindern im Kindergarten gehen. Es kann um irgendwas aus der Firma sein. Es kann Post gekommen sein vom Finanzamt, keine Ahnung. Auch wenn es so eine Aussage ist, die meinetwegen jetzt hier nicht so oft kommt, also es passiert nicht oft, aber gilt es, diese Aussage erstmal vor sich zu genießen. Auch hier wieder, okay, und diese typische Fragestellung, nicht diskutieren, mit Diskussion erreichst du gar nichts. Und auch nicht nachfragen auf emotionaler Ebene, ja, du denkst noch an mich, vermisst du mich noch und so weiter. Keine gute Idee. Number 5, ich habe versucht, dich zu vergessen. Aufpassen. Hey. Nicht gleich auf den fahrenden Zug aufspringen. Auch wieder eine hochemotionale Aussage. Sie hat versucht, dich zu vergessen. Das heißt nicht, ich will dich zurück. Das heißt, ich habe versucht, dich zu vergessen. Zwei Drittel dieser Aussagen, wenn man da emotional voll aufmacht und da einsteigt, die enden in diesem, ja, aber es läuft nicht mehr, es funktioniert nicht mehr. Und da werden diese Aussagen von dem Rationalisierten zurück ins Fiktive verfrachtet. Es wird logisch darüber, logisch in Anführungsstrichen nachgedacht und wieder hin rationalisiert. Also da auch nicht eher drauf kommen, okay, und mal reden lassen, zuhören und dann nicht definitiv stark darauf eingehen. Ganz wichtig, höflich bleiben, nett bleiben, charmant bleiben, aber da definitiv nicht total in die Emotionale reinfallen und erst recht nicht irgendwie needy auftreten. Needy, so ein Begriff aus der Verführungsszene, kennt man sicherlich, wenn man sich mit der Materie wenigstens ein bisschen mal beschäftigt hat. Also, dass man da anfängt wie, ja, okay, gut, ey, lass uns doch gleich mal einen Kaffee trinken gehen und so weiter. Das ist im Prinzip, wenn man da so voll dagegen steuert, das ist im Prinzip schon fast das Gleiche, als wenn man mit den bloßen Händen von einem Atomsprengkopf herumfummelt. Die Aussage Nummer 6, weißt du, bei uns geht das irgendwie nicht zur Zeit. Oder vor allem auch die Aussage Nummer 1, eigentlich kannst du sagen, ist gleichzusetzen mit der Aussage Nummer 8, ich brauche etwas Zeit und etwas Abstand, um über die Beziehung nachzudenken. Diese beiden Aussagen, gerade die 7. Aussage, ist vergleichbar zu setzen, das sind eigentlich Totschlagargumente. Die sind irgendwo gleichzusetzen mit der Argumentation, pass auf, lass uns gute Freunde bleiben. Du bist zwar ein netter, lieber Kerl, aber ich verstehe nicht, wieso die Leute sich dafür entscheiden, einem nahe treten zu wollen und sich im Vorfeld dann dafür entschuldigen. Ich wollte dir entschuldigen, wenn ich dir damit zu nahe trete, aber... Wobei wir wieder bei der Rationalisierung wären. Ganz wichtig hier dabei gilt es zu beachten, diese Aussagen definitiv nicht ernst nehmen. Also das ist ganz, ganz wichtig. Ernst nehmen nicht in dem Gefühlsspektrum. Ernst nehmen auf jeden Fall in dem rationalen Spektrum. Das heißt, wenn diese Aussagen kommen, da weiß ich schon mal zu 80-90%, dass hier dieses Attraction Level, diese Attraktivität brutal stark angegriffen ist. Oder beziehungsweise ein Mix, ein Zugreifen noch von dem Affection Level, also von dieser Zuwendungsgeschichte. Aussage Nummer 9,
Momentan geht es nicht. Wir müssen uns da, wir bräuchten so eine Auszeit oder so oder gar so Aussagen wie zum Beispiel, vielleicht wird das irgendwann einmal später. Das sind auch wieder solche Vertröstungsaussagen. Also gerade jetzt diese letzten vier Aussagen, die ich gerade getroffen habe, diese Vertröstungsgeschichten dann auch irgendwo, wo der Faktor Zeit irgendwo vorgeschoben wird. Leute, Zeit. Gerade bei unseren Personal Coachings staunen Sie Bauklötze, wenn ich Ihnen einmal eröffne, was Zeit überhaupt wirklich bedeutet. Zeit, das ist ein künstliches Konstrukt, was wir da oben drin haben. Beziehungsweise was die meisten da oben drin haben. Nehmen wir mal an, Montagmorgen würde irgendjemand, wenn er arbeiten müsste, um 8 Uhr im Büro sein, muss auf die Idee kommen, 9 Uhr zum Hauptbahnhof nach München zu fahren. Einfach so, Gaudi halber. Glaube ich eher weniger. Was wäre aber, mal angenommen, nur einmal angenommen, es würden auf dem Hauptbahnhof in München am Montagmorgen um 9 Uhr ein Koffer mit 5 Millionen Euro auf einen warten. Einzige Bedingung, er muss den Koffer am Hauptbahnhof in München abholen. Nächste Bedingung ist das, er hat 24 Stunden Zeit dafür. Frage nochmal, Wiederholung, wo wäre diese betreffende Person am Montagmorgen um 8 Uhr? Hauptbahnhof in München, ist doch klar, logisch. Wir sehen also, so etwas wie, ich habe keine Zeit, die gibt es nicht. Die Aussage, ich habe keine Zeit, das ist im Prinzip, heißt das nichts anderes wie, und es tut mir leid, dass ich dir das jetzt sagen muss, das bedeutet nichts anderes wie, du bist aktuell keine Priorität für mich. Kalt und grausam. Tut mir leid, aber so sieht's aus. Die Aussage, ich habe keine Zeit, bedeutet nichts anderes wie, du bist aktuell nicht die Priorität für mich. Wenn ein Mann zu dir sagt, ich habe keine Zeit, oder wenn eine Frau zu dir sagt, ich habe keine Zeit, da muss ich immer wieder lachen oder lächeln, weil, allein schon aus Gründen der Logik, Zeit, meine Freunde, beziehungsweise keine Zeit, das ist eine Entscheidung. Und keine Tatsache. Das waren auf jeden Fall so die wesentlichsten 10 Aussagen, die wir behandelt. Es gibt noch eine ganze Hülle und Fülle und das wären halt so die Basics. Wie der Fall im Einzelnen aussieht, das kann man eigentlich im Prinzip immer nur in so einem Einzelgespräch abklären. Vielleicht noch ein Tipp am Rande, damit man sich ein bisschen eventuell vielleicht auch vorbereiten kann, zumindest unsere Erfahrung hier drinnen. Wenn die Aussage kommt, speziell markant diese Aussage, ich brauche etwas Zeit und etwas Abstand, um über die Beziehung nachzudenken. Also es war in 9 von 10 Fällen in den letzten Jahren so, dass du Gift drauf nehmen kannst, dass da noch eine andere Person dahinter steckt. Und das meine ich nicht böse, das ist nur eine Feststellung. Also, nicht vergessen, darauf ganz einfach achten, immer im Hinterkopf behalten, das, was sie sagt, das muss jetzt unbedingt, das kann alles Mögliche, also nicht zu viel irgendwo hinein interpretieren, aber auch nicht zu viel herauslesen wollen. Also da aufpassen drauf. Es kann eine Realaussage sein, eine fiktive oder eine besonders hinrationalisierte Äußerung. Und gerade bei diesen hinrationalisierten Äußerungen, Rationalisieren der Dinge, gerade wenn so eine dritte Person damit eininvolviert ist, da wird gerne die Situation, die Person etc. pp., das wird alles irgendwo hinrationalisiert. Das besprechen wir aber in unserem nächsten Video. So, euch wünsche ich auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag, morgen, Abend, was auch immer. Und dann bis zum nächsten Mal.